Hallo, hallo, schönen Abend. So, ich möchte mal das zeigen, was ich da gemacht habe. Und zwar mit Schablone, ne? Diese Schablone. Aus dem Set, ne, haben wir ja einige aus Action, ne? Diese Schablonsets. Dachte ich, ja, ich muss mal auch mal was ausprobieren. Und wie man da sieht, so ein bisschen ist es, verschmiert sich was, aber ich hatte das nur getestet, ohne festzumachen. Einfach so draufgelegt und so ein bisschen das da aufgetragen. Und ja, ihr werdet es nicht glauben. Ja, ich habe ja diesen Mousse, Glitzermousse. Aus Kick, ne? Ist ja jetzt der Renner. Ich habe auch danach gesucht, aber gibt es nicht bei uns. Als erstes habe ich es bei der lieben Nicole gesehen, Very Important Kanal. Die hatte ja gezeigt, auch so ein Beispiel, dass sie da mit was hat gespachtelt so, und mit Stencils, ne? Abdrucke gemacht. Ich dachte, wow, ist echt was Schönes, ne? Ja, und das hier habe ich mit den Teilen dieser Glitter Drops aus Action, ne? Haben wir einige liegen. Ja, und ich dachte, soll ich mal das mal vielleicht mal ausprobieren? Ich habe so einen Abschnitt genommen, einfach so zum Testen einfach mal. Ja, es ist ja so wie ein Kleber. Es ist klebt, aber trocknet schon. Muss ich noch trocknen lassen, habe ich gerade aufgetragen. Ne? Ja, so ein paar Stellen, dass es so ein bisschen vielleicht verlaufen kann. Also ein bisschen aus dem. Aber das kann man ja auch besser hinkriegen. So, ich habe jetzt, das ist so ein, einfach so ein Abschnitt, so ein kleiner Reststück Papier. Und jetzt möchte ich mal nochmal weiteres Beispiel. Ich nehme mal diese Punkte vielleicht. Ich habe so ein, auch aus dem Aquarellpapier. Aquarellblock, ne? So, Augenblick. Mal gucken, das sind diese Punkte von der Rückseite, hängen die da fest. Und das wird bestimmt stören, muss ich mal erstmal. So, dann werde ich mal schauen, dass ich das von der Rückseite mal fixiere. Reißt. So. Ja. So, das. Und das ist schon verschoben, ne? Ein bisschen. Okay, so, dann lege ich es mal so hin und also soll ich mal was anderes ausprobieren, mal ein grünes. Durchgeschüttelt, bevor ich es aufmache. Ne? Das heißt, es ist ja noch versiegelt. So, dann
dazu. Und da hat man ja dann eine Kappe. So, und dann werde ich mal einfach so ein bisschen drauf machen. Ich habe so einen Spatel. Es ist, glaube ich, noch aus den alten Zeiten von Winterkala. Was man alles noch hat, ne? So. Dann und dann, weil habe heute noch bei Mona geschaut. Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich das, wie der Kanal ganz heißt, aber ja, eben. Sie hatte auch gezeigt, das mit dem Spatel, ne? Probieren, dass das soll besser funktionieren und wirklich. Und dann dachte ich, wow, danke an die liebe Mona an der Stelle, ne? Es ist auch so, man wie so ein Puzzle, wie so ein Puzzle, ne? Holt sich das dann zusammen, die ganzen Tipps und Tricks, wo und was, was man da so, und dann kann man dann basteln, ne? So was, irgendwas Schönes rausbekommen, ne? So, ich würde sagen, kann das ja noch da. Ah, da ist noch irgendein Deckel. Warte mal. Kann ich da reinstreichen, ne? Oh ja, das geht gut rein. Ist auch so eine Gelmasse, ne? Und ja. Okay. Dann wieder verschließen. Und wie die liebe Mona sagte, man muss die Schablone dann, wenn man es abmacht, sofort ins Wasser legen. Ne? Und mal schauen, was da raus geworden ist. Ach, guck, die klebt an einer Stelle. Ach, schau, da war irgendein Kleber. Aber trotzdem, ne? Guck mal. Wow. Da ist wahrscheinlich an der Schablone war was dran. Hat mir das rausgerissen. Oder ist es schon trocken, ne? So. Und ja, das möchte ich mir jetzt zeigen. Ja, ich habe da Stellen, die sich festgeklebt haben, ne? Das ist so ein Kleber, ne? Bestimmt. Und ja, und muss man wahrscheinlich schnell runter die Schablone holen, und ich habe da vielleicht zu lange noch hin und her die Farbe geschoben und so weiter, ne? Das sollte man wahrscheinlich gar nicht machen, weil hier habe ich nur aufgetragen und nicht mehr runtergezogen. Ich habe es so gelassen und dann abgezogen, und ist eigentlich gut geworden. Aber auch das Resultat, ne, das ist, finde ich auch, das Ergebnis ist so einigermaßen. Ja, werde ich noch dran arbeiten. Perfektionieren. Diese Idee, dass ich vielleicht auch diesen Mut gar nicht brauche, dass ich auch damit auskomme, ne? So, oder ich werde einfach ohne festzukleben auflegen und die Teile einfach ein bisschen festhalten. Na komm. Sollte man das noch mal probieren, eine Seite.
Muss ja auch nicht perfekt sein, ne? Hauptsache, wir haben das so. So, und dann runter damit, schnell. Ja, so geht das, ne? Besser, ohne zu fixieren mit Washi-Tape. So, ich muss schnell. So, jetzt habe ich wieder die Schablone sauber gemacht. Ja, lässt sich gut abwaschen. Einfach unter Hahn und Wasserhahn und dann schön mal ein bisschen auswaschen. Geht, aber sofort, ne? Wahrscheinlich so ist es. Und ja, ich finde auch nicht schlecht, ne? Als ob man so diese Schmucksteine drauf geklebt hat, ne? So ein bisschen den Klebefilm drumherum sieht man. Würde ich sagen. Aber als Hintergrund und schon interessant, ne? Richtig so ein Glitzer. Ja. So. Und so eine Form noch. Ach, guck, ist echt klebrig. Werde ich mal gucken, wie es aussieht, wenn es ganz trocken ist. Aber ich glaube schon, das wird. Ah, doch, manche Stellen sind schon so trocken. Gut. Ja. Habe wieder experimentiert. Und ja, ich glaube, den Mousse brauche ich nicht unbedingt. Ich habe ja davon einiges. Die verschiedenen Farben damals gab es ja. Und hier zwei Fläschchen da drinnen, ne? Da kann man schon was damit dekorieren, ne? Hintergründe oder vielleicht so, so eine kleine Ecke oder ja, einiges. Man kann sogar die trocknen lassen und als Bordüre dann zuschneiden, ne? Verschiedene, wir haben ja auch Schablonen da einiges. Und ich würde sagen, die kann man auch mischen, ne? Mischen unter sich. So wird es so wie irisierend, ne? Kann man da ein bisschen auch möglich, ne? Hier hatte ich eine Stelle so zu stark gemacht. Aber ist eben Handarbeit, ne? Okay. So, dann mache ich Schluss. Habe ich dann eben gezeigt, was ich mit diesen Glitterdrops heute da ausprobiert habe, ne? Die Schablonen schablonieren. Und ja, habe ich eben so einen Spatel, so einen alten Spatel. Manche nehmen sogar wie diese Siebtechnik, weiß ich noch, es gab damals, hatte bei Heiß Edi Angelika Wagner, ne, hatte das auch damals vorgestellt. Und da war es auch da, einfach, man konnte mit so einem Stab oder so ein Lineal einfach ziehen, die Farbe durch und auch ging, ne? Naja, man passt sich an, was man so hat, oder kauft sich was extra was. Ah, ich habe ja auch die Farbe noch, ne? Jo. Da kann man sich da passend was auch schmücken, ne? Okay. So, gut, endlich mal mache ich Schluss. Ja, danke fürs Zuschauen. Tschüssi.